Rasputin? Ja. Du bist ja jetzt YouTube-Tante. YouTube-Konsultant. Ja. Das sag ich doch. Was du denkst über kritische Fernsehen? Du meinst Holgi? Ja. Fernsehkritik. Ja, der Holger, ja, der Holgi und ich, ja, also wir sind ja so dicke miteinander, ja, wir sind ja so dick, ja, wir sind ja ziemlich beste. Du bist dick. Ja, nein, ich bin nicht dick, ich habe abgenommen. Nein, ja, wir sind ja so ziemlich beste Freunde, wenn man das mal so sagen kann, ja, also, wobei ich ja zugeben muss, bis vor ein paar Wochen kannte ich den Holgi ja noch gar nicht, ja, also so sein kleines Nerdportal ist mir so irgendwie komplett an mir vorbeigegangen, ja, aber gut, was soll ich sagen, ja, plötzlich stand er bei mir halt im Büro, ja, und sagte halt, ja, hier, das Amt schickt mich, unterschreibt das mal, damit ich sagen kann, dass ich hier war, ja. Und da habe ich ihn gleich gesehen, ja, mit seinen schleimigen Haaren und seinem verwegenen Blick. Da dachte ich, ja, der Typ könnte auch Gebrauchtwagenhändler im Gewerbegebiet Erkenschwick-Ost sein, ja. Aus dem mache ich was, aus dem mache ich einen Star, ja. Was soll ich, die Zeiten krachten zum Beispiel, ja, falls das Original mal in den Knast muss oder so. Späßchen, nein. Na, zumindest, wir kamen ins Gespräch und der Typ war mir sofort sympathisch, ja, weil er hat ja ganz, ganz hohe moralische und ethische Grundsätze, ja, die er auf gar keinen Fall brechen wird, ja. Genauso wie ich, ja. Und wir sind uns auch einig darüber, ja, dass die ganze Welt prinzipiell erstmal scheiße ist, ja, bis er selber halt und ich auch halt, ja. Und da dachte ich mir, ja, super, ja, mit dem kann man echt zusammenarbeiten. Ja, da hat mir gesagt, ja, hier, ich mache Fernsehkritik TV, ja, und so auf Blog TV bin ich auch manchmal, ja, dann habe ich mir das mal halt mal angeschaut und ja, mein Gott, ist schon ganz schön melancholisch, ja, wenn er dann so freitags nachts um 2 Uhr mit 14-Jährigen über die Farbe seiner Tapete redet, ja. Mein Gott, aber da dachte ich mir, na gut, ja, da muss ich halt nicht nur einen Ärmel hochkrempeln, sondern 2 Ärmel, um halt aus dem halt noch was zu machen, ja. Aber ich liebe ja auch die Herausforderungen, ja. Und mein Gott, wenn ich Apple War Pictures hinkriege, kriege ich den ja schon mal lange hin. Und mit dem Holgi hat man ja auch so viel Spaß, ja. Also, wo der Holgi ist, da ist auch immer Action, ja. Und der Holgi gibt mir ja auch so viel, ja. Also nicht nur sein ganzes Geld, sondern er gibt mir ja auch viele andere schöne Dinge, die ich vorher gar nicht hatte, ja, wie zum Beispiel seinen Ausweis. Was für ein Ausweis? Behindertenausweis? Ja, natürlich nicht Behindertenausweis, sein Presseausweis, ja. Aber der funktioniert wie ein Behindertenausweis, ja. Den lege ich ja irgendwie hier vorne so in die Bildschirmscheibe rein, ja, und schon kann ich mich überall hinstellen. Vor Feuerwehreinfahrten, ja, hier vor der Polizei, ja, ein Halteverbot, ja. Oder wenn ich zu irgendeiner Veranstaltung will, wedle ich halt einfach rum und komme rein, ja. Keine Ahnung, wo der einen Presseausweis her hat, wahrscheinlich Yps-Magazin oder so, ja. Aber das Schöne ist, das funktioniert, ja. Ich war ja selbst dabei gewesen, ja. Der geht halt irgendwie mit seiner Handheldkamera rum, ja, und zeigt seinen Presseausweis und die Leute glauben, dass der wirklich ein Journalist ist. Ah, Wahnsinn, echt toll, ja. Also echt, ich habe echt so viel Spaß mit dem Jungen, ja. Es ist echt absolut großartig, ja. Und dann, ja gut, da hat er halt ein bisschen geweint wegen der Sache mit RTL und so, ja. Und da hat er gesagt, ja, du Rasputin, du bist doch schon irgendwie hier eine große Nummer, so eine Medienlandschaft, die Leute kennen dich, ja. Leg doch mal hier mal einen guten Namen ein, ja. Da habe ich gesagt, ja gut, normalerweise mache ich das nicht, aber ja, ich meine, bevor du mir hier wieder den Kühlschrank leer frisst, weil du halt kein Geld hast, ja, okay, dann habe ich halt mal angerufen bei RTL, ja, und habe mal gefragt, ja, hier, könnt ihr den Holgi nicht in Ruhe lassen, ja, der macht ja auch nichts, der will ja nur spielen und sowas, ja, und ich gesagt, ja, natürlich, wir wissen ja, dass der eine Vollpfosten ist und dass er nichts auf der Reihe kriegt, ja, aber da geht's ums Prinzip, ja, weil wenn wir bei ihm jetzt hier einfach das mal durchwinken und er darf sich die T-Shirts machen, dann kommt später jemand, der das wirklich kann und dann haben wir wirklich Probleme, ja, dann haben wir wirklich jemand, der mit unserem Namen Geld verdient, ja, und deshalb müssen wir ihn einfach platt machen, ja, dann habe ich gesagt, ja gut, aber dann fass sie nicht zu fest an, sonst geht er noch kaputt oder so, ja. Und dann haben sie gesagt, ja, hier, keine Angst, ja, wir spielen ja nur mit dem, wir haben ja auch selber gespendet, ja, also die Anwaltsagentur, die Anwaltskanzlei, die wir beauftragt haben, um ihn fertig zu machen, ja, die haben ja auch selber gesagt, ja, hier, der ist ein tolles Opfer, dann kann man auch mal hier die Trainings mal drauf loslassen, ja, die haben ja selber ein bisschen gespendet, damit das ein bisschen weitergehen kann, damit die Auszubildenden sich halt auch mal ein bisschen an ihm austoben dürfen, bevor sie auf richtige Fälle losgelassen werden, ja. Ja, der Holgi, der ist schon toll, ja. Mit dem hat er echt viel Spaß, ja. Was gone.